Eine Diskussionsgrundlage für halt solche mentale Einstellung zum Arbeiten gesucht. Und die Japaner hatten sowas. Das war eine sehr, sehr versteckte Sache. Das nennt sich auch heute noch Ikigai. Gibt es da verschiedene Bücher drüber, die mehr oder weniger passend das Thema aufgreifen. Es kursiert aber eine Grafik, also die werde ich dann höchstwahrscheinlich zeigen, weil ich es selber gemacht habe. Wir kennen das unter Geld oder Liebe. Und er hat noch zwei, also ein Kreisdiagramm, vier Kreise, die dann in der Mitte sich überschneiden. Und es ist eine gute Diskussionsgrundlage, die Grafik. Dummerweise das, was bei Wikipedia jetzt steht, finde ich nicht mehr so toll. Das hat sich ein bisschen geändert. Weil es so ist, dass im Grunde genommen dieser Bereich Liebe und Weisheit, nenne ich den, quasi alles umschließt. Und wenn es darum geht, nach oben zum Geldverdienen zu geben, gibt es einen ganz kleinen Bereich, in dem auch Leute bereit sind, was zu bezahlen. Und das ist eine Sache, die viele Künstler auch wissen und auch Normalsterbliche, die einfach arbeiten, dass wenn es herzlos wird, dass man dann auch krank wird. Und ich weiß das noch, als ich quasi mit meiner Frau ganz frisch zusammen war, da kriegte ich auch so einen Trieb, quasi so eine Art Männlichkeitsding, so eine Beschützer, Familien. Und da denkt man sich dann auch, und das habe ich bei den Leuten bei der Auflösung der DDR auch mitgekriegt, dass das so eine Grundeinstellung war, dass das jetzt quasi, jetzt haben wir es verstanden, jetzt geht es nur ums Geld machen und das wissen wir, wie es geht. Wir schalten einfach das Gefühl aus. Also wenn ich meine Familie ernähren muss, dann bleibt es nur meine Familie. Alle anderen sind eigentlich nicht mehr wichtig. Und das ist das Herz ausmachen. Und viele, viele Männer haben genau das. Also das ist quasi das, worauf Männlichkeit trainiert wird. Herz ausmachen. Und das habe ich nie gerne gemacht. Also ich möchte vollständig sein mit Herz, weil doberweise aus diesem Herzbereich, der umschließt alles, da kommt die Weisheit her, die ist nur leise. Also die Grafik werde ich einblenden, da kann man sich wirklich Gedanken machen. Da ist noch eine andere Sache, die sogar auf die Einstein-Rosen-Podolsky-Papiere zurückgeht. Also Einstein mit Mr. Rosen und Mr. Podolsky in Wien in der Kneipe gesessen hat und über Gott und die Welt geredet. Da gibt es auch Bücher drüber, eben diese Papiere. Und da hat er halt so einen Ideenattraktor gezeichnet und den kann man damit auch zusammenbringen, wenn man sich klar macht, dass man also so einen Grund gibt, also die Realität, aber unbewertet, ist ungeheuer schwer. Also die Realität wahrnehmen, unsere Wahrnehmung ist eh begrenzt. Wir lernen anscheinend schon von Kindesbeinen auf, die noch mehr auf das zu eichen, dass wir uns miteinander unterhalten können. Also wir können eigentlich, wenn wir in der Grundwahrnehmung schon rückwärts, also durch Meditation und so, lernen, erstmal die Bewertung wegzulassen, also eine Mikrosekunde Zeit zu lassen, dann kann man wirklich viel mehr mitkriegen. Also man kriegt das auf jeden Fall mit. Der Geschmack wird besser, der Geruch besser, man kann besser sehen und so. Das sind alles Begleiterscheinungen davon. Worauf ich hinaus will, ist, dass eben dieses zielgerichtet sein ist ja eine Karikatur der Realität. Darum kommen wir nicht. Also wir können uns zurücklehnen und komplett in Liebe oder in Bewusstheit aufgehen, aber wenn wir dann schon irgendwas machen müssen, müssen wir da raus, also nicht komplett raus, aber wir müssen anfangen zu abstrahieren. Wir müssen ja auf unsere Handlungsmuster, die ruhig veränderlich sein können, anpassbar an die Realität, das ist schon noch ein anderes Thema, diese Verhärtung. Hatten wir ja zu Anfang mit der Politik. Also da gibt es die Leute, die mit dem ganz verhärteten Muster, das gar nicht passt mehr zur Realität, zu ihrer eigenen sogar nicht, und das ist eine ganze Partei. Egal. Aber jedenfalls, man muss reduzieren, also karikieren, reduzieren, um Handlungsmuster zu machen, und das ist eben in dem Ikigai auch drin. Also das habe ich sonst nie gesehen, dass einem das bewusst wird, dass es eben diesen Zurück Wahrnehmen von allem gibt,
ein Teil auf dem Weg, um das zu trainieren, ist eben ein Stadium, also in Meditation, wo man wirklich Bliss, so viel Glücksgefühl kriegt man sonst nirgends, weswegen man auch Mönch oder Nonne werden kann, wenn man das wirklich kultiviert. Und man muss aber ja mit der Realität klarkommen, auch Nonnen und Mönche, auch die haben Stress, leider. Ein tolles Thema, ich werde das nochmal bearbeiten, auch als reinen Talk, aber sicherlich auch in dem Meditationszusammenhang. Blödsinnigerweise brauchen wir das alles auf der Wiese. Mir ist das aufgefallen bei den 5 Absichten der Buddhisten und Daoisten, die haben die gleichen. Nur die Daoisten dürfen noch Alkohol trinken, also dürfen, das sind ja keine Gebote, das sind Absichten. Die erklärt jeder Einzelne selber. Ich habe zum Beispiel die 5 erklärt, habe gesagt, ich möchte das in Zukunft so und so machen. Und da gibt es niemanden, der das verurteilt, wenn ich das nicht mache. Ich habe da mir so einen Wegweiser, also ich habe das öffentlich, wurde das verlesen, dass ich das mache und dann bin ich Buddhist. Und das gleiche gilt für Daoist, das muss aber gar nicht öffentlich verlesen werden. Wenn du die Absichten dir selber erklärst, dann bist du schon so einer. Und dummerweise gehört das mit zum Qigong. Das gehörte normalerweise auch zu den Kampfsportarten. Ist mir später erst aufgefallen, dass das die alten Meister einem auch immer erzählt haben, diese 5 Absichten. Und dazu gehört eben nicht mehr irgendwelche lebendigen, nichts Lebendiges mehr umzubringen zum Beispiel. Das ist für einen Kampfsport ziemlich wichtig. Und dazu gehören eben Käfer und Ameisen auch. Also da kann man nicht wie sagen, das ist mein Feind oder so, oder das ist eine kleine Ameise, das stört nicht. Oder ein Schwein, das ich essen will, nee, das geht dann nicht mehr. Also geht immer noch, aber dann ist die eigene Absicht verzerrt,